Drei, zwei, eins, go! Und dieser lange Knüppel ist übrigens die Handbremse. Extra angefertigt für ihn. Und jetzt nochmal der nächste Versuch. Verbessert und es sieht verdammt gut aus. Micky sagt, es sieht verdammt gut aus. Vorne, die Seite perfekt. Aber was ist hinten? Also, das könnte sehr knapp werden. Vorne auf jeden Fall nicht berührt. Hinten, so wie es aussieht, auch nicht berührt. Und an den Seiten ist definitiv weniger Platz als 30 cm. Die Linie definitiv auch nicht gerissen. Wunderbar. Das heißt, wir haben einen neuen Weltrekordhalter im Paralleleinparken Reverse. Sein Name ist Ronnie Searock. Und das ist ein neuer Weltrekord, der nach Deutschland geht. Herzlichen Glückwunsch, Ronnie Searock. Und das Ganze rückwärts. Hier sehen wir es nochmal sehr schön. Das hat perfekt gepasst. So muss das sein.